Ein kleines Einführungsvideo zu Cisco Packet Tracer. Packet Tracer ist eine Netzwerksimulationssoftware von Cisco, die uns ermöglicht, Netzwerke virtuell aufzubauen, die dann zu konfigurieren und gegebenenfalls Fehlersuche zu betreiben. Das Ganze eignet sich ganz hervorragend zum Lernen und ist unglaublich mächtig. Man kann hier wirklich hochkomplexe Netze simulieren. Man kann hier Dinge wie Voice over IP einbinden, man kann hier Brandmeldetechnik einbinden, man kann Smart Home einbinden, alles Mögliche geht. Und wir werden bis zum Ende des, der ganzen Reihe werden wir nur eigentlich an der Oberfläche kratzen und trotzdem damit schon relativ viel eigentlich erledigt haben. Starten wir mal mit dem, mit dem Grundbild, wenn man denn das Programm startet. Wir sehen hier in der Mitte einen sogenannten Workspace, nennt er sich. Das ist quasi das gleiche, was man sieht, wenn man auch einen Elektrotechnik-Schaltungssimulator öffnet. Wir können hier hinterher Geräte reinziehen und irgendwie verkabeln. Unten links findet man eine Bibliothek mit Geräten. Da sieht man, wenn man mit der Maus drüber geht, was es jeweils ist. Hier gibt es die Network Devices, da fallen Router, Switches, Hubs und solche Geschichten drunter. Es gibt die End Devices, da fallen solche Sachen wie PCs, Laptops, Server und sowas drunter. Aber auch so völlig abgedrehtes Zeug wie Lautsprecher, die plötzlich netzwerkfähig sind. Solarzellen, die netzwerkfähig sind. Also man sieht, hier ist aller möglicher Schnickschnack drin implementiert. Man kann ja auch ganze, abgefahrenen Ventilatoren und sowas steuern. Also alles Dinge, die ganz unter uns gesagt, wahrscheinlich bei uns jetzt im Unterricht niemals jemand brauchen wird. Industriegeschichten gibt es, also allen möglichen Unsinn fällt hier unter End-Devices. Wir werden üblicherweise Rechner, Notebooks, Server benutzen, vielleicht mal IP-Telefone, aber dann war es das auch. Es gibt hier ganz andere Geschichten, wo ich selber keine Ahnung habe, was das ist. Irgendwelche Boards, keine Ahnung, ist mir auch egal. Sensoren, Aktoren, brauche ich nicht, mir auch egal. Wiederum wichtig sind Connections, das heißt, das hier sind Leitungen, verschiedene Arten von Leitungen. Hier gibt es zum Beispiel Konsolenkabel, die dienen dazu, Router zu konfigurieren. Hier gibt es sogenannte Copper Straight-Through-Kabel. Das sieht man übrigens immer hier unten, was es ist. Das sind normale Patch-Kabel, die wir kennen. Das hier sind sogenannte Crossover-Kabel. Das alles gucken wir uns bei Gelegenheit nochmal im Detail an. Man kann hier aber auch Glasfasern verlegen, sogenannte Serial- und Coax-Leitungen. Man hat hier viele, viele Möglichkeiten. Hier gibt es noch Multi-User, ist nicht so wichtig, alles nicht relevant. Wichtig für uns sind, es gibt Network-Devices, das sind Router, Switches, Hubs. Es gibt End-Devices, das sind PCs und Notebooks und damit können wir auch erstmal starten. Starten wir also und bauen mal so das simpelste und dümmste Netzwerk auf, was es überhaupt gibt. Wir haben zwei PCs und die wollen sich unterhalten. Draufklicken, reinsetzen, juhu, wir haben zwei PCs. Das Simpelste, was man jetzt in der Netzwerktechnik tun kann, ist, die einfach mal direkt zu verbinden. Da kommt schon was Komisches, dafür brauchen wir ein Crossover-Kabel. Ich werde an der Stelle, weil es jetzt gerade nicht relevant ist, nicht erklären, warum man ausgerechnet ein Crossover-Kabel und nicht irgendwas anderes braucht. Jedenfalls nehmen wir das jetzt einfach mal und verbinden diese beiden Rechner. Wenn wir auf den Rechner klicken, fragt er uns, mit welcher Schnittstelle wir dieses Kabel verbinden wollen. Lustigerweise hat er hier eine RS-232-Schnittstelle. Leute meines Alters kennen das noch als seriellen Port. Dann gibt es USB 0 und 1, also dieser Rechner kann überraschenderweise USB. Und es gibt die sogenannte Fast Ethernet-Schnittstelle, was das ist, was gemeinhin laienmäßig als Netzwerkkarte oder Netzwerkschnittstelle oder Netzwerkport oder so bezeichnet wird. Die brauchen wir natürlich, weil wir sind ja im Ethernet unterwegs, beziehungsweise in der Netzwerktechnik. Ja, klicken auf den nächsten PC, verbinden und sehen jetzt schon Folgendes. Wir sehen einmal eine Verbindung, die ist deshalb gestrichelt, weil sie hier unten gestrichelt ist. Hätte ich hier eine andere genommen, wäre sie auch nicht gestrichelt. Und wir sehen hier, und das ist wichtig, zwei grüne Dreiecke. Diese grünen Dreiecke haben direkt eine Bedeutung. Die sagen uns nämlich, dass der sogenannte Physical Link aktiviert ist. Physical Link ist Layer 1 und heißt so viel wie, die Dinger haben eine korrekte elektrische Verbindung. Das hat auch nichts mit irgendwelchen Adressen oder sowas zu tun. Das heißt einfach nur, es steckt die richtige Leitung im richtigen Port an den richtigen Rechnern. Und die wären jetzt potenziell vielleicht bereit, sich zu unterhalten. Nächster Schritt, wie man vielleicht mit dem Material jetzt rausgefunden hat, ist Adressen. Wir brauchen IP-Adressen. Und die können wir in den Rechnern konfigurieren. Wir weisen jetzt beiden Rechnern eine IP-Adresse zu. Das funktioniert, indem wir auf den Rechner klicken. Dann öffnet sich hier so ein Fensterchen.
auch ganz lustig dargestellt. Hier ist der PC. Hier unten sieht man dann auch die Netzwerkschnittstelle und die beiden USB-Ports. Das ist eigentlich echt ganz, ganz nett gemacht. Und dem wollen wir jetzt eine IP verpassen oder etwas professioneller formuliert, wir wollen ihn konfigurieren, sodass er eine gültige IPv4-Adresse hat. Konfigurieren suggeriert schon, dass wir hier irgendwie in die Config müssen. Und jetzt sehen wir hier so ein paar Dinge, die man eintippen kann. Unter anderem sehen wir, dass dieses Ding sogenannte Interfaces hat. Interfaces sind Schnittstellen nach draußen und da hätte es jetzt zum Beispiel das Ethernet und das Bluetooth zur Verfügung. Und wir machen jetzt mal Ethernet, weil es geht uns gerade um die Netzwerktechnik. Wenn wir hier drin sind, sehen wir, dass es hier eine potenzielle IPv4-Adresse gibt, die wir vergeben können. Und hier schreiben wir jetzt einfach mal was rein. Wer schon mal bei sich zu Hause sich IP-Adressen angeguckt hat, wird feststellen, dass die irgendwie immer so anfangen. Und ich fange jetzt auch mal mit 192.168. Punkt irgendwas an. Warum ausgerechnet 192.168 kommt an späterer Stelle mal. Wir tun jetzt einfach mal so, als sähen IP-Adressen halt immer so aus. Ja, jetzt können wir uns hier für eine Zahl entscheiden. Ich nehme mal eine 0. Ist auch nicht ganz unüblich. Und ja, jetzt, wir könnten jetzt bei 1 anfangen. Es gibt jetzt Gründe, warum ich das nicht tue. Die sind aber nicht wichtig zur aktuellen Stelle. Ich fange einfach mal mit 10 an. Ich gebe dem jetzt einfach mal diese IP-Adresse und damit ist gut. Der spitzfindige Beobachter wird festgestellt haben, ich vergebe hier IPv4. Es gäbe noch die Möglichkeit, V6 zu vergeben. Das ganze Thema IPv6 kommt deutlich, deutlich später erst und deswegen starten wir jetzt mit IPv4. IPv6 ignorieren wir vorerst mal. Ja, ich habe diesem Ding jetzt eine IP-Adresse gegeben. Es gibt hier keinen OK-Button. Das ist ein bisschen im Handling gewöhnungsbedürftig. Man kann das hier wirklich einfach zumachen. Ab dem Punkt hat er seine Adresse. Das Ganze mache ich auf der anderen Seite. Während ich dem ersten die 12.168.0.10 gegeben habe, gebe ich dem mal die 11. Also nochmal hier Interfaces, wir müssen auf Fast Ethernet. Dann hier eine IP eintippen, die .0.11, einfach mal die nächste genommen. Und auch hier gehe ich einfach mit Kreuz wieder raus. Und jetzt haben beide Rechner tatsächlich IP-Adressen. Es sieht nach außen genauso aus wie vorher. Also es ist jetzt nicht erkennbar, dass hier irgendwas besser oder schlechter funktioniert. Jetzt müssen wir eine Verbindung testen und wenn man zu Hause ist oder überhaupt in der Praxis, benutzt man dafür üblicherweise einen sogenannten Ping-Befehl. Ping sagt ungefähr so viel wie, ja, ich frage eine IP-Adresse, ob sie da ist, also nicht die Adresse, sondern das Gerät. Ich schreie also quasi einmal ins Netzwerk, hallo Gerät mit der IP-Adresse so und so und so, bist du da? Wenn ja, antworte mir. Das ist ganz unwissenschaftlich ein Ping. Das könnt ihr bei euch zu Hause an den Rechnern machen, indem ihr einfach mal auf Ausführen klickt und hier die Kommandozeile aufruft, die da heißt CMD und hier jetzt zum Beispiel einfach mal ein Ping eingebt. Ich nehme jetzt mal, Achtung, das hat jetzt nichts mit Packetracer zu tun, das ist jetzt mein persönlicher Rechner gerade zu Hause. Ich befinde mich außerhalb von Packetracer. Ich nehme einfach mal die IP-Adresse meines Routers zu Hause, das ist bei mir die .0.1. Und wenn ich das jetzt an meinem Rechner ausführe, sehe ich, dass ich offensichtlich irgendwie mit meinem Router kommunizieren kann. Was wir übrigens auch sehen, er hat ein bisschen gebraucht, um mir zu antworten. Das gleiche simuliert jetzt Packet Tracer. Und daran sieht man auch, wie, ich sag mal, präzise das eigentlich simuliert. Weil genau dieses Vorgehen gibt es jetzt auch hier. Wir klicken also auf einen Rechner drauf. Da gibt es hier den Reiter Desktop, da gehen wir drauf. Und hier gibt es auch eine Kommandozeile. Das heißt, dieser Rechner hat wirklich eine Kommandozeile. Die ist zwar eher Linux-artig als Windows-artig, aber im Prinzip ist es eine Kommandozeile, wo die meisten Befehle gleichermaßen funktionieren. Und auch hier kann ich jetzt pingen. Ich gehe jetzt an diesen Rechner hier und frage, ob dieser Rechner erreichbar ist. Zur Erinnerung, ich habe dem hier die 192.168.0.11 gegeben und ich gucke mal, ob die da ist. Also 192.168.0.11 testen und ich sehe, ich bekomme eine Antwort. Dieser Rechner mit der 192.168.0.11 antwortet mir und sagt, jo, hallo, alles klar, ich bin da. Damit haben wir jetzt über einen Test sichergestellt, dass diese beiden Geräte kommunizieren können. Der Vollständigkeit halber kann man vielleicht hingehen und das Ganze nochmal umgekehrt machen. Wir gehen jetzt mal in den PC1, gehen in dessen Kommandozeile und fragen hier mal, ob die 192.168.0.10, was der Rechner links wäre, da ist. Können wir machen, sehen ist da. Das kann man eigentlich schon mal festhalten. Fast immer, ich betone fast immer, ist es so, dass wenn ich von dem einen zum anderen komme, ich auch vom anderen zum einen komme. Also ich muss nicht immer beide Richtungen testen, wenn eine Richtung funktioniert. Ist meistens alles gut.
Das ist die eine Möglichkeit, wie wir eine Verbindung prüfen können. Es gibt noch eine, die gibt es jetzt in der Praxis nicht, deswegen habe ich damit nicht gestartet, sondern die ist hier ein bisschen einfacher gebaut, und zwar gibt es hier oben diesen Briefumschlag. Das ist das sogenannte Simple PDU. Das heißt, das ist ein simples Ping-Paket, was ich von einem Rechner zum nächsten schicken kann. Und das kann ich jetzt wirklich mit Klicken machen, das funktioniert natürlich jetzt in der Praxis nicht. Aber ich kann zum Beispiel sagen, von diesem Rechner müsste ich zu diesem Rechner ein Paket schicken. Funktioniert das? Ja oder nein? Habe ich gemacht. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Jetzt kommt die nächste Besonderheit. Es gibt hier unten so einen kleinen unscheinbaren Pfeil ganz rechts. Also unten rechts im Bild gibt es einen Pfeil. Da klicken wir mal drauf. Und wir sehen hier gerade ein Successful. Ich lösche das nochmal, um nochmal deutlich zu machen, wie das entstanden ist. Und zwar ist das entstanden, indem ich hier diesen Briefumschlag genommen habe. Ich nehme einen Briefumschlag, klicke auf den einen PC, klicke auf den anderen PC. Und hier unten wird mir jetzt aufgelistet, ja, was ich alles für Pakete verschickt habe. Und hier sehe ich, ich habe von der Source, das ist die Quelle, PC0, zum PC1, das ist die Destination, ein Paket geschickt vom Typ ICMP. Und jetzt muss man wissen, dass dieser Ping, Ping ist ein Teilprogramm des sogenannten ICMP-Protokolls. Deswegen steht hier ICMP. Und das Ganze war erfolgreich. Das ist quasi die andere Variante, mit der ich zeigen kann, dass ein Ping erfolgreich ist, mit diesem Briefumschlag. Was die geeignetere Variante ist, lasse ich mal offen. Wir werden wahrscheinlich beide Varianten immer mal wieder benutzen. Jetzt kommt noch eine Sache, die ist dann richtig geil, weil auch das war jetzt so, kann man sagen, ja, ist ganz nett, aber hilft noch nicht so richtig. Jetzt kommt die Sache, weswegen Packet Tracer richtig, richtig gut ist, um Fehler zu verstehen und Fehler nachzuvollziehen. Es gibt nämlich neben diesem Real-Time-Mode, der also offensichtlich hier einen Timer laufen hat, der immer weiterläuft, noch den sogenannten Simulation-Mode. In den springen wir mal eben rein. Dann öffnet sich hier so ein kleines Fenster und jetzt machen wir das gleiche Spiel nochmal von gerade. Wir nehmen wieder diesen Briefumschlag und schicken den hier rüber. Und was wir jetzt sehen ist, der bleibt hier erstmal hängen. Hier entsteht so ein kleiner Brief. Und der Unterschied ist jetzt, dass die Zeit nicht weiterläuft, sondern wir können jetzt quasi diesen Brief verfolgen. Wir können das Paket, was wir von diesem Rechner losschicken, verfolgen und können gucken, wie andere Geräte darauf reagieren. Das können wir machen, indem wir hier auf so eine Art Weiter-Button klicken. Und sehen, Rechner 0 schickt zu Rechner 1 ein Paket. Soweit, so gut, es kommt an. Und hier unten steht in Progress, das heißt, dieser Ping ist gerade unterwegs, wird quasi noch bearbeitet. Und wenn wir jetzt nochmal klicken, sehen wir, dass dieser Rechner tatsächlich antwortet. Und ja, damit der Ping erfolgreich ist und erst jetzt ist das Ganze wirklich successful. Dieser Simulation Mode, der eben nicht in Echtzeit abläuft, sondern die Zeit quasi bei jedem, ja ich sag mal, Paketsprung stoppt, ist wirklich eine optimale Sache, um Fehlersuche zu betreiben, weil man genau nachvollziehen kann, wo ein Paket gegebenenfalls hängen bleibt und verschwindet. So, nochmal zurück in den Realtime Mode. Wir erweitern das Ganze jetzt um eine kleine, ja, ernstzunehmendere Struktur. So, löschen wir dafür erstmal hier diese Leitung und jetzt fügen wir mal einen Switch ein, der eigentlich in jedem Netzwerk in der Mitte hängt. Es gibt hier verschiedene Switches. Wir werden immer mit dem 2960, das ist so ein etwas in die Jahre gekommener Cisco Standard Switch, damit werden wir aber immer hinkommen. Wenn es mit dem funktioniert, funktioniert es im Prinzip mit allen anderen auch. Das heißt, der hat ein, ja, das ist ein gutes Beispiel, ist ein guter Beispiel-Switch. So, jetzt müssen wir verbinden. Auch hier keine Begründung, warum das jetzt so ist, oder vielleicht einfach als Faktum so merken. Wenn ich einen PC mit einem Switch verbinde, brauche ich kein Crossover-Kabel. Die Merkregel wäre, Endgerät mit Endgerät braucht Crossover-Kabel, ein Endgerät mit Netzwerkgerät braucht ein Thread-Through-Kabel. Das heißt, dementsprechend nehme ich hier eines mit durchgezogener Linie und das ist eben das Copper Straight Through oder das, was man als Patchkabel üblicherweise kennt. So. Ich verbinde und sehe jetzt schon mal einen Unterschied zu eben. Hier sind gelbe Punkte. Und die lassen sich darauf zurückführen, dass wir eben hier wieder ein Echtzeitsystem haben. Der Gag ist an der Sache, dass dieser Switch hier gerade tatsächlich booten muss. Der fährt gerade hoch, dementsprechend ist noch kein Physical Link da, das dauert eine gewisse Zeit. Wenn man keine Lust hat, so lange zu warten, drückt man hier einmal auf Fast Forward und sieht,
Naja, nach einer gewissen Zeit hat sich das aber gefangen und jetzt ist wieder ein Physical Link da. So sehen wir jetzt, dass potenziell dieser PC mit diesem Switch kommunizieren kann und dieser Switch auf der Seite mit diesem PC kommunizieren kann. Was wir hier jetzt nicht direkt sehen ist, kann denn dieser PC immer noch mit dem anderen PC kommunizieren oder macht der Switch uns da jetzt einen Strich durch die Rechnung? Und auch diese Erkenntnis nehmen wir mit. Ein Switch in Packet Tracer, wenn man den 2960 und nicht irgendwas Abgedrehtes nimmt, von dem ich nicht weiß, dass es existiert, zerstört erstmal gar nichts. Also wenn es vorher funktioniert hat, funktioniert es auch jetzt. Ich wechsle dazu, wie gesagt, in den Realtime-Mode nochmal rein. Und jetzt mache ich nochmal diese erste Variante, die wir hatten, nämlich mit der Kommandozeile. Ich tippe hier einfach nochmal Ping ein mit der entsprechenden IP-Adresse des rechten Gerätes. Und wir sehen, das Ganze funktioniert wie gehabt. Das ist jetzt die allereinfachste Netzwerkstruktur mit einem Netzwerkgerät in der Mitte, die man so haben kann. Wenn das Ganze jetzt anfängt zu wachsen, also nur mal angenommen, wir nehmen noch einen dritten PC, schließen den vielleicht an und dann nehmen wir vielleicht sogar noch einen vierten PC und schließen den an, wird irgendwann der Punkt kommen, wo wir so ein bisschen die Übersicht verlieren. Die Frage könnte jetzt zum Beispiel sein, wer hatte hier jetzt eigentlich welche Adresse? Das werden wir wahrscheinlich vergessen haben. Und damit man das nicht vergisst, bietet Packet Tracer hier ein absolut nützliches, aber total kleines Gimmick, nämlich die sogenannten Nodes. Man kann hier so kleine Kommentarfelder dran setzen. Das heißt, über diesen PC würde ich jetzt zum Beispiel hinschreiben, welche IP der hat, nämlich die 192.168.0.10. Entsprechend auf der anderen Seite würde ich hinschreiben, das ist die 192.168.0.11. Und so wüsste ich jetzt auf den ersten Blick, wer welche IP-Adresse hat. Wenn nichts daneben steht, habe ich vielleicht noch nichts konfiguriert, würde also mal reingucken und mich fragen, habe ich nicht? Und würde sehen, nee, habe ich nicht. Also muss ich noch eine vergeben. Ich vergebe jetzt mal die 122.168.0. Folgerichtig müsste das dann die 12 sein. Und hier vielleicht nochmal die 122.168.0.13. Jetzt haben Sie alle wieder IP-Adressen. Ich sollte das entsprechend notieren. 122.168.0.12. Oh, Himmel. 12. Und 122.168.0. Was habe ich gesagt? 13 logischerweise, ne? So. Ich hätte jetzt hier entsprechend die IP-Adressen vergeben. Und jetzt können wir mal wieder im Schnellverfahren durchtesten. Können hier alle miteinander reden? Kann der mit dem reden? Ich sehe, ja, kann er. Kann der mit dem reden? Ich sehe, ja, geht. Kann der mit dem reden? Jo, geht auch. Kann der mit dem reden? Im Prinzip auch. Jetzt haben wir, glaube ich, fast alle, ne? Jetzt fehlt vielleicht der noch. Und wir sehen, das Ganze funktioniert. Nehmen wir mal an, ich hätte keine IP-Adresse vergeben. Ich gehe hier nochmal rein und lösche dessen IP-Adresse wieder. Und ich würde jetzt versuchen, hier so ein Paket zu verschicken. Dann kriege ich eine Fehlermeldung. Dann meldet mir Packet Tracer, naja, PC3 hat keine funktionierenden Ports. Das ist irgendwie ein bisschen ungünstig ausgedrückt, weil ein Port, also im Hardware-Sinne hat er ja, nur da ist keine Adresse drauf konfiguriert. Das heißt, wenn ich hier so eine Art Paket irgendwie adressieren möchte an diesen PC, naja, gibt es keine Adresse dazu, also funktioniert das nicht. No Functional Ports heißt also in Packet Tracer nicht Hardware irgendwie nicht da, sondern heißt Adresse nicht da. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen ungünstig formuliert, aber so what. Also wir sehen, geht jedenfalls nicht. Das waren jetzt die allerersten Konfigurationsschritte in Packet Tracer, die man so machen kann und damit könnt ihr jetzt erstmal arbeiten.